Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News Teil 5. Ja, ich bedanke mich sehr ganz herzlich bei Seslig95. Er hat vieles gemacht, zum Beispiel die Ränge geändert. Der Server ist ja auch schon einige Zeit online, aber wir haben die Ränge nie geändert. Jetzt haben wir es gemacht. Und Seslig hat eigentlich alles gemacht, was ich so ein bisschen vorgeschlagen habe, weil ich habe ja auch schon in den Snapshot immer so gespielt, als wäre ich Gott halt, weil ich ja der einzige Owner oder Admin war. Und jetzt auch mit Spigot habe ich da ein bisschen mehr gemacht, weil ich einfach, ja, es ist ja mein Server, der Seslig ist mein Co-Owner, der Teufel. Und dann gibt es ja noch die Engel und Supporter und Spieler und dann neu. Aber er muss das alles noch ausfinden, er weiß, wie die Ränge heißen und so weiter. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel so eine Ecke gemacht. Die Ecke ist einfach dafür da, dass das Bild weg ist. Okay. Dankeschön. Eigentlich wollte ich eigentlich das Easter Egg nicht allen zeigen. Okay, vielleicht ist es nur bei mir. Es geht nämlich momentan überhaupt nicht. Toll, Moment kurz. Ja, der Server hat nicht reagiert, weil wahrscheinlich DDoS-Attacken am Werk sind bei Telekom. Und der Server wahrscheinlich leider über Telekom geht. Ja, bin ich gerade hier gewesen und die Sachen haben nicht geladen. Also das wissen sowieso eigentlich jeder, der schon auf dem Server war, dass dort ein Easter Egg gibt. Guckt doch einmal rein. Hier unten ist Kanalisation, da gibt es ein paar Helden aus einem Spiel, das über Klempner ist. Naja, dann gibt es hier das Drecksloch. Sorry, dass es auch ein bisschen laggy oder so ist. Das Schlammloch meine ich. Tierfall 2.0, weil immer die Tiere hier reinfallen und bleiben. Die sind natürlich sehr intelligent. Hier haben wir Pferde, die angekettet sind an da oben, aber es wird nicht angezeigt, weil eben entweder Optifine verpackt ist oder sonst. Ja, hier kommen noch mehr Stände hin und wir machen da alles zu mit diesen Steinen. Der Turm muss auch nochmal verschoben werden, weil hier ist er ja anders. Da hat er einfach ein bisschen falsch gebaut, scheinbar. Der Kevin. Also, dann haben wir... Ja, hier noch ein Schild. Ich muss ja noch etwas ankündigen, stimmt. Hier haben wir noch ein Schild, aber... Was heißt das? Hallo? Der Server wird bald 1.11. Frohes Patchen. Oh, sexy, ich bekomme endlich meine Lamas. Ja, hier oben haben wir Regenbogenschafe. Die habe ich hier eingespawnt. Und hier haben wir, ja, solche jetzt ein bisschen Schaf und ein schwarzes Kaninchen, das Lappen heißt. Ich will die Schäde hier nicht zeigen, deshalb gehe ich mal ein bisschen weiter davon. Weil die Schäde einfach eine Warnung ist, weil ein bisschen wieder zu viel getrollt wird und so weiter. Ah ja, das muss ich ja auch noch zeigen, stimmt ja. Schweizer Milchschokolade von meiner Großmutter. Ja, meine Großmutter hat immer Milchschokolade mir gegeben und seitdem bin ich süchtig. Und Toblerone ohne Essen, aber viel Schokolade habe ich gebaut natürlich. So, der King Mila hat hier eine Brücke gebaut. Und hier rüber zu unserem speziellen Häuschen, dem Klohäuschen und die Schild. Ah nein, da ist der Schild. Was? Drähte dranhängen an Halszeilenstangen. Hier haben wir einen Ofen mit einer Sonnenblume drin. Und hier ist ein Schild mit Kloakenende. Und hier Spülung. Haufen Gravel, also ihr wisst ja, was Gravel eigentlich ist. Bakterienrückzugsmöglichkeit, also hier können die Bakterien sich verduften, weil sie sowieso auf dem WC-Server immer Angst haben. Hier ist dann auch noch ein Schild. Da unten liegt nur Scheiße und Pissi. Diese Scheiße, die immer alle plappern, hängt da unten irgendwo. Und das Pissi sowieso. Ja, hier habe ich jetzt eine Treppe nach oben gebaut, dass ihr endlich auch mal oben herum fliegen könnt. Und hier habe ich den Boxring für Faustkämpfe. Keine Rüssi, also nur mit Schlagen. Dürft ihr dann kämpfen, wenn das PvP an ist, aber wegen Testserver und so. Ja, geht es noch nicht so gut. Das ist Security und das ist meine Kleidung, wenn ich mal ein bisschen, ja, etwas mache, etwas vorstelle mit der Bühne. Hier drinnen ist noch nichts.
aber hier kommen dann die Musiker hin und hier sind natürlich die Sänger drin mit ihren Bodyguards, Verpflegungen, sogar ein eine Couch ist hier. Hier kommen dann die Sachen hin, was wir halt brauchen für die Sänger und so weiter. Also es gibt sicher mehrere Sänger, alles mögliche, aber diese Bühne ist jetzt einfach mal, solange wir halt jetzt noch im extreme Hillsbiom sind und dass wir es irgendwie nicht ändern können, weil die Plugins ein bisschen verbuggt sind oder nicht fertig sind, ja, dann wird das wahrscheinlich entweder Savanne oder Wüste, je nachdem wie das Gras dann aussieht. Eventuell machen wir halt das Gras halt weg in der Burg. Ja, und hier ist mein Kaktus, der von anderen Kakteen und Zuckerrohr umgeben ist. Ja, den Baum möchte ich natürlich noch zeigen. Und die anderen, ja, ich habe fast keine Zeit mehr. Ich will das Video noch heute hochladen können. Das ist der Baum, der ja, einfach der God Tree of Drago Basatheim, also Trademarks. So, neu ist natürlich der King Mila, der ist jetzt schon Admin, also bei uns geht es wirklich schnell eigentlich mit dem Behörden. Der hat nämlich hier schon mal ein bisschen survivalt, natürlich macht er noch weiter. Und ja, ich möchte eigentlich noch meinen Baum zeigen hier. Und dann muss ich noch in den Park gehen. Also hier ist jetzt auf jeden Fall, die Blumen waren glaube ich schon hier. Aber das ist mein Baum, der so ein bisschen kaputt aussieht. Ein bisschen uralt. Jo, dann gehen wir mal in den Park. In der Parkwelt gibt es ja eben Achterbahn, alles mögliche, was mit Freizeitparks in Verbindung steht. Das wird alles gemacht. Ich mache jetzt sowieso bald ein Let's Play darüber, wie ich eine Drachenachterbahn baue, und die wird so gigantisch geil, dass ich, ja, es fast nicht vorstellen kann, so geil wird's. Ich habe gerade 0 FPS, ja, jetzt. So, hier ist eine Achterbahn von King Mila. Ja, die geht jetzt so hier rauf. Ich weiß jetzt nicht wie, also ein Antriebsschienen, ja. Darunter, dahin, da hoch wieder, er übertreibt wieder mal und hier wieder runter. Danach haben wir hier ein Nexus-Portal gemacht. Also hier ist noch ein Infostand, genau. Der Infostand verkauft Karten, Kompass und Uhren. Wie halt bei Rollercoaster Tycoon. Und hier ist zum Park Resort Wild noch ein Bau. Also das Hotel sozusagen und die Verwöhnungsoas und so weiter. Er hat relativ viel innen gebaut, aber das kann ich jetzt nicht alles zeigen. Das könnt ihr natürlich auch gerne selber anschauen. Es sind einfach Räume und ein Drago Basel Raum natürlich noch. Und hier sind die Fälle, die er gemacht hat mit dem Feuer, das ich gemacht habe im Lava, weil er kein Lava platzieren darf. Auf unserem Server dürfen nur die OPs platzieren, also die, die weiter oben als Admin sind, weil sonst alles wieder noch natürlich voller Lava ist. Hier oben hat er auch irgendwas hingetan, aber ich weiß jetzt noch nicht, was das ist. Das sieht einfach, ja, ich dachte an Mount Rushmore, aber der wird wahrscheinlich woanders die Mount Rushmore machen, wird irgendwie Spiele machen. Ja gut, dann disconnected, der Server hat eben Probleme, auch mit dem RAM und eben mit den DDoS-Attacken. Ja, einfach momentan halt, ja, immer wieder einloggen oder mich Bescheid sagen, wenn irgendwas kaputt, also wenn ihr nicht mehr auf den Server kommt. Tut mir leid, aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen dieses Server-News, und die nächsten Server-News kommen schon bald, sobald die blaue Wand dort fertig ist, also ganz am Anfang. Und natürlich der Server auf 1.11 ist, kommt das nächste eventuell. Vielleicht schon früher, aber ich hoffe, das wird schnell gemacht. Weil 1.11 ist ja immerhin schon längere Zeit draußen, also muss man einfach den Server auch updaten, oder? Ich sehe auch viele Server sind noch 1.8 übrigens. Also ich bin eigentlich, ja, dank
Seslig 95 auch sehr schnell mit dem Update und so weiter. Aber alles andere in einem anderen Dragos News, und wenn ich irgendwas vergessen habe, tut mir es leid, dann tue ich es dann einfach später dann zeigen. Hä? Wir bauen sowieso so viel, also das ist Wahnsinn. Also, tschüss.